Und damit herzlich willkommen. Wir spielen mal wieder das leichtere Game, das arcade-lastigere Game. Wir spielen Kauf soweit. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich gehe ein bisschen spazieren auf der neuen Map, Reventoli Coast. Und let's go! Wir werden hier heute auf jeden Fall mehr sehen und mehr schießen können als in dem anderen verlausten Spiel. Nein, das ist auch ein gutes Spiel. Aber das ist halt ein richtiger Simulator und das hier ist mehr so. Weiß ich nicht. Kann man das dann beschreiben? Hier gibt es halt viel mehr Tiere und die zeigen sich viel öfter. Guck mal, da zum Beispiel. Braunbär 5er Mittel. Ja, auf jeden Fall ist er tot. Das könnte schon ein tödlicher Treffer gewesen sein. Also klar, er ist tot, weil es ein tödlicher Treffer war, aber ihr wisst, was ich meine. Also verwertbarer für die Verwertungsprüfung. Gültiger, guter Treffer. So, den haben wir schön in die Lunge getroffen. Leider Single-Lunge ging nicht ganz durch. Obwohl ich mit der krassen, mit der 300 am Magnum drauf geschossen habe. Ging nicht ganz durch. Aber silberner Bär. Das ist immer die Schwierigkeit an so einem Hügel, wenn genau der Warnruf von hinter dem Hügel kommt. Das heißt, du musst erst auf den Hügel und wahrscheinlich steht das Tier direkt dahinter. Du bist dann halt auf so 10, 20 Meter ran. Und das ist beim Lux natürlich tödlich, weil gerade die kleinen Raubtiere sehr scheu sind. Auf 100 Meter genullt, das sollte klappen. Geil. Ein Schuss und er liegt. Top, sehr gut. Ich bin auch kein Caller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Fan von der Option. Ich sitze nicht da und warte, dass die Tiere auf mich zukommen, sondern ich gehe lieber aktiv auf die zu und versuche mit dem Wind zu gehen. Und ja. Gold, sehr schön. Schön in die Lunge, zwischen Lunge und Leber, Magen und so, ne? Dazwischen geschossen. Schöner, goldener, Entschuldigung, Lux. Okay, so wie es aussieht, ein Dreier-Elch und ein Zweier-Elch. Ja, ist jetzt nicht die große Ausbeute, aber 300 Meter Schuss auf den Dreier-Elch fühle ich. Schnaps gesoffen. Ist ja kein Problem. Zwar nur der Warnschuss. Wir warten jetzt mal, dass die wiederkommen. Ja, Digga, wenn du da schon so stehst. Ja, safer doppelter Lungentreffer. Und der treibt auf mich zu. Top. Warum treffe ich die denn nicht ins Herz? Was ist denn da los? Also den habe ich auf jeden Fall tödlich getroffen, aber nicht ins Herz. Ja, ich muss sowieso gleich auf die andere Seite des Sees. So, silberner Elch Dreier. Ah, das war der erste Schuss. Und da hat er aber Glück gehabt. Und der zweite dann Doppellunge, sage ich ja. Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es doch gesagt, oder? Doppellunge? Habe ich gesagt. Ah, okay. Also wenn... Ja, also die Kugel ging halt nicht richtig durch. Also auf 300 Meter hat die 300er Magnum schon erheblichen Energieverlust. Ich sehe, wie ihr auf der Flucht seid. Ihr flüchtet ja richtig hart. Ja, den zweiten. Der zweite war. Da war nix. War der erste schon mal. Ich. Silberner Bock, 136. Ja, top.
Schöner Drive-By. Sie einfach den Wanderweg runterspaziert. Ach, das ist der andere noch. Trivial. So. Ja, zu hoch genullt, ne? Zu hoch genullt. 106 Bronze. Aber da hinten sind noch Männchen, ne? Ich sehe da auf jeden Fall Elche. Oh, hier haben wir einen. Ah, ist auch nur ein Dreier, ne? Schade. So, das Weibchen habe ich jetzt geschossen, weil es einfach zu frech war. Hier ist ein Vierer. Okay, die Frage, was wir schießen, hat sich gerade erübrigt. Ich habe gefunden, was ich schießen möchte. Ich möchte den Vierer Elch schießen. Ich verjag euch jetzt alle von meinem See hier, weil ich den da schießen möchte. Den da hinten. Müsste halt an der Kuh vorbeischießen. Ah, das geht, das geht, das geht, das geht. Ich versuch's. Darf sich jetzt nur keiner mehr bewegen hier. War das? Weiß es nicht. Hebt den Kopf. Ich habe ihn nicht gut getroffen. What? What? Ja, irgendwie ist das ja buggy. Ja. Wir haben ihn einfach nicht lebenswichtig wir haben kein lebenswichtiges Organ verletzt. Lol. Also, irgendwas haben die doch mit der 300er Magnum gemacht. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich ihn auf 150 Meter im Schulterblatt stecken bleibe mit der Waffe. Boah, hat der einen Lack. Beim zweiten Schuss habe ich ihn... Ja, der war zu hoch, viel zu hoch. In die Wirbelsäule. Was ist denn eigentlich mit dir los? Hier, so muss es aussehen. Doppellunge Herz. Schaffe ich irgendwie in letzter Zeit nur aus der Hüfte ohne Visier. Keine Ahnung. Lol. Ist die gerade aus dem Baum gespawnt oder was? Easy. Also, ich finde die Waffe schon gar nicht schlecht. Aber man muss halt sehr nah ran und, dadurch schränkt das halt hart den Einsatzzweck ein hier. Oder den Anwendungsbereich. Puh, auf jeden Fall verwertbar getroffen. Schön. Ist das jetzt so laggy? Okay, ich habe nur einen Schuss gebraucht. Schön. Bronzene Katze. 17,76, Doppelunge. Schön. Ich wollte mir immer mal von meinen Eltern als Requisit von, weil die haben so einen Bauernhof, ne, und die haben halt so ein paar Ferngläser, wollte ich mir immer mal als Requisit ein Fernglas ausleihen. Für den Stream. Ist aber irgendwie nie geschafft so richtig. Auch so für Thumbnails und so ist es halt mega. Ich glaube, ich muss mir mal so ein Kinderfernglas besorgen. Wenn ich treffen würde,
Würde ich sogar treffen. Was ist denn da schon wieder los gewesen? So, ich glaube, die hier konnte man am Boden schießen. Ja, konnte man. Top, silbernes Huhn. Schön. Ja, sind nur die Weiber stehen geblieben. Hätte auch keine Kugel mehr im Lager. Es wäre sowieso nichts geworden mit dem zweiten Schuss. So, 156,13. So, schöner silberner Elch. Wieder ein Dreier, 158,9. Schön. Übrigens, falls ihr euch die Abschlüsse von den ganzen Streams und den Videos nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auf euch. Da gibt es nämlich einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Da poste ich nur was rein. Da kommen die ganzen Abschlüsse aus den Streams und den Videos rein. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse rein posten von The Hunter, von dem alten The Hunter oder Way of the Hunter. Scheißegal. Und es gibt auch so geangeltes Community oder sowas. Schaut gern vorbei, dann ich freue mich. So, soll ich nochmal einen interessanten Fact droppen? Ha, ha, ha? Wo wir gerade von Weißwedeln gesprochen haben. Der Film Bambi, der Disney-Film Bambi. Ja? Bambi ist übrigens kein Reh, weil ein Reh ist eine mitteleuropäische Wildart. Also sehr klein, gehörnt und ein Huftier. Und Bambi ist kein Reh. Bambi ist ein Weißwedelhirsch. Bambi ist ein Weißwedelhirsch, weil die Story von Bambi in den Vereinigten Staaten, also in Amerika, Nordamerika spielt, ne? Das kann man auch ganz gut sehen an so Bildern von Bambi, wenn der so ausgewachsen ist und so. Also es sieht schon nach einem Weißwedelhirsch aus. Und es wurde auch offiziell bestätigt, dass Bambi ein Weißwedelhirsch ist. Ein nordamerikanischer Weißwedelhirsch. Ich finde es immer witzig, dass Leute glauben, dass ein Reh ein junger Hirsch ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass das so wie Welpen und Hund ist dann halt so Reh und Hirsch. Was ist eigentlich mit dem Huhn los? Warum flüchtet es nicht? Ich habe beide Hühner geschossen. Gold, Birkhuhn in Gold. Ui, okay. Oh, der war ja, also, der war gar nicht so weit weg von Diamant. Schön. Der ist auch Gold, 110. Ich glaube, den habe ich getroffen. Oder auch nicht. Nee, auch nur Gold, 113. Schade. Aber im Flug getroffen. Äh, 249,4. 255 Diamant. Darum ist der noch Gold und leider nicht Diamant. Aber sehr, sehr guter Bock. Sehr schön. 300 Meter Schuss auf den Bären. Oh, der droppt. Silberner Bär, 23,4. Blond. Blond war nicht selten, ne? Ah, ich habe in die Leber getroffen. Schade, ich dachte, ich mache einen Lungentreffer. Aber wäre halt durchgegangen, aber die Kugel war halt auf die Entfernung so schwach, es ging leider nicht durch.
Silber, 95,46. Singelunge. Naja, okay. Sehr schön. Guck mal, so muss das laufen, ne? Aber es ist auch die ideale Waffe für Weißwedel, ne? Welche nutze ich hier? Zarza 308 Moonlight. Also Moonlight ist, glaube ich, nur die Farbe. Aber die ist halt perfekt für Weißwedel. Perfekt! Es gibt keine bessere Waffe dafür. Top. Einmal alles. So. Der ist Gold auf jeden Fall. 222. Der andere ist ein bisschen leichter, ne? Silber. 178. So, ich brauche einen Winkel, wo ich sie beide erwische. Und dann geht's los. Zwei Kugeln habe ich noch im Magazin. Ach Mist, ich hatte keine Luft mehr. Lol. Das kommt davon vom Rennen. Das kommt vom Rennen, Leute. Nein, ich brauche die Waffe. Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das, was ich da sehe? Habe ich zwar schon, aber kann man, glaube ich, nicht genug sehen oder haben. Ich glaube, es war ein Wirbelsäulentreffer. Egal. So, du bist Silber, 183,5. Ja, ich warte mal kurz, bis die... die kommen zurück. Ich will noch mal auf einen Bock schießen. Also, hier unten unter dem Score des Tieres muss alles grün sein. Ne? Also, geeignete Munition für das Tier. Also, bei der Munitionsart, die du verschießt, musst du mal gucken. Da steht dran, wie viel, also von welcher... von welcher Klasse zu welcher Klasse man da Tiere schießen kann damit, ne? So ein Weißwedelhirsch ist zum Beispiel Klasse 4. So. Dann Tier zweimal oder weniger beschossen. Das ist auch wichtig. Trophäenorgan intakt. Das sind meistens bei Hirschen oder sowas die Köpfe. Also da, wo das Geweih drauf ist, ne? Also es ist eine schlechte Idee, Tiere in den Kopf zu schießen. Immer. So, und dann musst du halt mindestens ein lebenswichtiges Organ treffen. Das heißt, das hier unten muss alles grün sein, damit dein Tier mit dem Score perfekt verwertet wird. So, hier haben wir die kleine Muku. Gescheckt. Schönes Ding. Schönes Ding. Oh, Doppellunge. Doch kein Rückgrat getroffen. Auch sehr gut verwertbar, aber naja, egal. Es wäre ja bei einem Weibchen eh egal gewesen und bei der Farbe eigentlich auch. Stopfen mal aus. Das war's auch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge The Hunter Course. Oh, ich wollte gerade The Way of the Hunter sagen. Ne? Ich bin komplett raus. Egal. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Schluss noch was wirklich, wirklich Krasses geschossen. Also... habe ich zwar schon mal geschossen, ein geschecktes Weibchen, Weißwedelhirsch, aber ja, sieht man selten, schießt man selten, nehme ich trotzdem mit. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!